Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und frohe Weihnachten euch allen, denn es ist der letzte Vlogmas-Teil und das bedeutet, heute ist bei euch Weihnachten. Bei mir noch nicht ganz, es ist nämlich Samstag vor dem 4. Adventssonntag. Wir kaufen heute unseren Christbaum und danach fahren wir spontanerweise nach Maribor, nach Slowenien, weil Christian das seinen Eltern mal geschenkt hat, beziehungsweise seinem Papa. Und da werden wir ein bisschen durch die Stadt schlendern und auch in ein Sportgeschäft gehen, weil ich brauche noch ein, zwei Dinge fürs Skitouren gehen und vielleicht werden wir da ja fündig und danach werden wir noch essen gehen und vielleicht ein bisschen durch den Weihnachtsmarkt schlendern und dann nach Hause fahren und ich freue mich schon sehr, denn es ist für mich schon wieder wie Urlaub fast, wenn ich nur irgendwie in eine fremde Stadt fahre und ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin schon gespannt, wie Maribor so ist. Ich war noch nie so in der Stadt drin und habe das noch nie genau gesehen. Und ja, ich werde mich jetzt mal umziehen und dann machen wir uns auf den Weg zum Christbaum kaufen. Das ist der Baum der Wahl. So buschig. Guten Morgen, es ist mittlerweile ein paar Tage später. Es ist der 22. Dezember. Es ist noch ziemlich früh morgens, es ist vor 7. Ich habe noch nasse Haare, weil ich gerade duschen war und jetzt dann arbeiten werde. Und ja, in Slowenien war es super schön, Maribor war echt cool. Und ich finde es immer faszinierend, wie anders gleich ein Land ist, nur wenn man über die Grenze fährt. Denn Maribor ist von uns nur etwa eine Stunde weg mit dem Auto und es ist einfach, es sieht aus wie eine andere Welt, meiner Meinung nach. Ja, aber es war richtig cool und heute habe ich Weihnachtsfeier am Abend. Oh, ich bin auch immer etwas müde, weil ich hatte vorgestern meine dritte Impfung und war gestern richtig zerstört. Also mir ging es nicht schlecht, aber ich war einfach so, so müde. Und heute auch noch immer ein bisschen. Ich hoffe, bis am Abend legt sich das. Ich bin heute im Homeoffice und jetzt habe ich meine Haare gewaschen und jetzt möchte ich einen TikTok-Trend ausprobieren. Und zwar gibt es da diesen Trend, das habt ihr bestimmt oder vielleicht schon mal gesehen, wo man so die Haare um ein Band wickelt. Also gibt es auch eigene Tools dazu, aber ich werde das einfach mit irgendeinem Stoffrest machen. Und dann lässt man das trocknen, also Luft trocknen und dann hat man nachher schöne Locken. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, weil ich doch nicht so lange Haare habe. Und das werde ich jetzt machen. Dann kann das während des Homeoffices trocknen. Ich hoffe, ich habe keine Videokonferenzen. Nein, ich glaube nicht. Normalerweise nicht. Dann am Abend geht's zur Weihnachtsfeier. Ach ja, am Wochenende, wann war das? Am Sonntagabend habe ich mein Jahresziel für YouTube erreicht. Und zwar habe ich die 3000 Abonnenten geknackt. Yay! Ich habe mich sehr gefreut, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so früh passiert. Aber dieses, was ich nicht mehr kaufe Video, ist ziemlich gut angekommen. Und da sind einige neue Leute dazugekommen. Also hallo an der Stelle. Herzlich willkommen. Und ich werde jetzt mal meine Haare machen und wir sehen uns dann, ich weiß nicht, wenn ich meine Haare wieder entfalte und sonst vielleicht morgen eventuell oder am 24. Dezember. Also sie müssen zu halb trocken sein, deswegen werde ich sie jetzt noch ein bisschen anföhnen und dann dieses Band reinbinden. Ah,
Entschuldigung, meine Haare sind jetzt ziemlich trocken und jetzt kommt hier so ein Band runter und dann wird das eingewickelt. Also man nimmt immer eine Strähne und dann wickelt man die so herum und dann nimmt man immer wieder Haare dazu und auch von hinten Haare dazu. Dann macht man das, bis man ganz unten angekommen ist. Und am Ende macht man es fest mit einem Haargummi. Und die meisten lassen das immer über Nacht trocknen, aber ich mache das jetzt einfach heute über den Tag. Und jetzt gebe ich die zwei Dinge einfach zurück hinter den Kopf. Und fertig. Sieht gar nicht mal so scheiße aus. Und das soll jetzt trocknen und dann werden wir sehen, wie das Ganze aussieht. Ich bin soweit angezogen und meine Haare trocknen auch schon ein paar Stunden. Ich trage einfach nur ein Spaghetti-Trägerkleid, das ich reingesteckt habe. So ein eher samtigeres und einen Bleistiftrock dazu. Irgendwie braucht man zurzeit nur einmal pro Jahr irgendwas Schickeres und zurzeit bin ich nicht so ganz zufrieden mit meinem schönen Kleidern. Jedenfalls mache ich jetzt die Haare auf. Die sind jetzt ein paar Stunden getrocknet. Ich glaube, ich föhne aber trotzdem nochmal drüber, damit sie ja sicher trocken sind. Beziehungsweise werde ich mich vorher schminken und dann mache ich das und dann sprühe ich es noch mit Haarspray ein. Dann werden wir sehen, wie das aussieht. Ich gehe ja nicht mal so oft irgendwo hin, wo ich mich so sehr schminke wie heute. Die Lippen fehlen noch übrigens. Das mache ich dann noch. Ich muss mich erst entscheiden, welchen Lippenstift ich wähle. Aber jedenfalls machen wir jetzt die Haare. Ich sprühe ein bisschen Haarspray drauf. Oh, man merkt, dass ich schon wieder nervös werde, weil ich rote Flecken kriege. Es ist halt nicht so oft, es kommt halt nicht so oft vor, dass man derzeit wohin geht. Und eigentlich mache ich ja schon ziemlich gern Party. So, ich bin echt gespannt. Ich löse das Ganze jetzt auf. Sieht schon mal lockig aus. Ich muss das ein bisschen durchwuscheln, damit es ein bisschen besser aussieht und ein bisschen natürlicher. Ich habe hier so einen Lockenkamm. Es ist halt jetzt oben, der Ansatz ist halt so ein bisschen platt, gell? Okay, das macht richtige Locken. Richtig schöne auch. Also, TikTok-Hack funktioniert. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe sie zwar noch ein bisschen glatter gemacht, dass sie nicht so wild herumstehen, aber es ist echt schön geworden, muss ich sagen. Also, das könnt ihr ausprobieren. Irgendwie probiere ich gerade in jedem Vlog irgendeinen neuen Haartrend aus. Willkommen zu Haartrends mit Laura. Es fehlen jetzt noch Ohrringe und eventuell eine Kette und Schuhe, weil mit Birkenstocks gehe ich nicht. Und das, was ich da trage, ist echt einfach nur ein Kleid. Also eigentlich ist es sogar, glaube ich, ein Pyjama-Kleid. Ich habe es damals in der Pyjama-Abteilung gekauft. Das ist mein erster Secondhand-Fund. Also mein erstes Teil, was ich Secondhand jemals gekauft habe. Also ein guter Griff. Und das habe ich schon ewig. Das ist einfach praktisch, weil es relativ schick ist. Das ist so Rauleder-Optik. Und etwas kürzer geschnitten, deswegen ist es zu Rücken und Kleidern ganz gut für schickere Anlässe. Okay, also ich werde mich jetzt fertig anziehen und dann werde ich fahren und wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Es ist mittlerweile der nächste Tag, die Weihnachtsfeier ist vorbei, sie war richtig lustig. Leider musste das Lokal um 11 rausschmeißen, weil das zurzeit die Corona-Regelungen sind in Österreich. Und wir hatten dann aber das Glück, dass ein Arbeitskollege von mir in der Nähe gewohnt hat oder in der Nähe wohnt. Und da sind wir dann hingegangen. Er hat schon vorsorglich Bier und Wein und so weiter eingekauft für uns. Und das ist nämlich auch sogar erlaubt, soweit ich weiß. Ich hoffe, ich kann sein, dass ich gerade was erzähle, was man nicht machen darf. Aber ich glaube, man darf im privaten Raum. Keine Ahnung, ich glaube. Es war nicht illegal, was wir gemacht haben. Auf jeden Fall habe ich einen leichten Hangover, aber das macht nichts. Es ist mittlerweile auch schon 14.30 Uhr und wir haben heute frei bekommen. Das ist echt cool. Also heute ist der 23. Dezember und wir haben frei. Was nach der Weihnachtsfeier echt
schön ist. Und ich werde jetzt mein Schlafzimmer ausmisten. Also nicht komplett, aber ich habe ja im Schlafzimmer diesen Schrank hier, und wo meine Nähmaschinen stehen. Und den möchte ich ausräumen, denn da sind meine ganzen Nähsachen, also so Stoffe drinnen. Und da sind sehr viele, sehr kleine Reste unter anderem. Und das gehört mal aussortiert. Und da drinnen, ich liebe diese Lade, sind ja meine ganzen Overlock-Garne. Und die ist so schön. Also das haben wir selbst gebaut, Christian und ich. Ich bin sehr stolz auf das. Das brauche ich nicht aussortieren, aber das werde ich jetzt mal aussortieren. Morgen ist ja schon Weihnachten. Und dieser Vlog kommt normalerweise morgen online, und dann weiß ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Also keine Ahnung, ob bis Silvester noch viele Videos kommen. Ich möchte gerne einen Jahresrückblick machen. Das ist das Einzige, was ich noch machen will. Und ja, sonst habe ich, glaube ich, für dieses Jahr nicht mehr viel geplant. We will see. Boah, ich habe da Stoffe drin, von denen ich schon ganz vergessen habe, dass ich sie habe. Zum Beispiel das hier. Ja, ich glaube, das wird eher mal was für Fasching, weil ich bin nicht so der Animal Print Mensch. Ich räume das jetzt mal aus, dann zeige ich euch, was da alles drin war. Und ich habe jetzt auch sortiert, beziehungsweise mal das Ganze gleich geräumt. Ein paar Dinge habe ich gefunden, die wegkommen. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Also das sind die Stoffe, die ich behalte, zumindest mal vorerst. Ich weiß nämlich echt nicht, was ich zum Beispiel mit diesem Stoff machen soll. Das ist so ein Trachtenstoff. Und eigentlich ist hier Stoff für ein komplettes Dirndl, aber ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich behalte ihn vorläufig mal noch. Und vielleicht mache ich ja mal eins. Der gefällt mir ziemlich gut sogar. Aber ein Trachtenrock zum Beispiel könnte ich daraus schon machen. Dann diese Stoffe behalte ich auch. Dann hier noch ein Jeansstoff, aus dem möchte ich mal einen Jeansrock nähen. Und hier sind noch so Reste. Dann hier sind auch noch Reste, 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 Reste. Der Stoff bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den nicht weggeben soll. Ich glaube, der kommt auch weg. Ja, entschieden. Gut, also er wird verschenkt. Und dann habe ich hier noch so einen komischen anderen Stoff, der so halb durchsichtig ist und so gelblich. Und der wird auch verschenkt. Mit dem kann ich nichts anfangen. Und dann hier diese Knöpfe. Die habe ich auch mal in einem Stoffpaket geschenkt bekommen. Aber die sind halt richtig, richtig retro. Und ich werde die wahrscheinlich nicht verwenden. Ja, es gibt sicher coole Projekte, wo man die verwenden kann, aber ich werde sie nicht verwenden. Deswegen werden sie auch verschenkt. Und diese ganze Stapel hier, ich zoome mal ran, das sind alles so mini-fuzzi-kleine Reste, die aussortiert werden. Da ist noch ein kleines Stoffstück, aus dem möchte ich noch ein Wattepad nähen zum Abschminken. Jo, und was haben wir hier noch? Hier sind noch so Kordeln und so Zeug. Also die behalte ich, das sind immer von alten Hosen und so weiter. Und die behalte ich immer auf, weil sie immer praktisch sind, wenn man was Neues näht. Dann sind hier noch ein paar Reißverschlüsse und so Zeug. Da sind noch Reste und ja, das Ding. Sowas habe ich noch nie verwendet, aber ich habe es zumindest. Vielleicht brauche ich es mal. Und was ich gefunden habe, was ich mir gestern schon überlegt habe, ist diese Hose. Die ist mir zu groß bzw. zu kurz. Die habe ich mal von meiner Schwägerin bekommen, als sie aussortiert hat. Und ich habe mir gestern bei der Weihnachtsfeier gedacht, warum ich eigentlich keine weiten Röcke habe. Also die ein bisschen weiter sind und nicht super eng sind, weil eigentlich fühle ich mich in weiteren Röcken viel, viel wohler. Und lieber ein weiter Rock und ein enges Oberteil als umgekehrt, finde ich. Also bei meiner Figur fühle ich mich damit viel wohler. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich daraus einen Rock nähen könnte. Ich habe das schon einmal mit einer Hose gemacht. Ich verlinke euch das Video. Das ist dann allerdings ein enger Rock geworden und kein weiter. Aber ich glaube, mit diesem Material und mit dieser Hose könnte das funktionieren, weil sie von Haus aus ein bisschen weiter ist. Und dazu trennt man einfach die beiden Beininnenseiten auf und dann näht man das quasi einfach zusammen und dann sollte es fertig sein. Und das möchte ich probieren mit dieser Hose. Vielleicht kann ich das dann morgen sogar anziehen, weil das ist auch so ein glänzender Stoff
Und das wäre dann so ein etwas schickerer Rock sogar. Und der Stoff ranzt nichts aus. Der Stoff ranzt nicht aus, also müsste man dann auch nichts versäubern oder so. Ich glaube, das werde ich jetzt schnell machen. Und zuerst räume ich das ein und dann ist das auch fertig aussortiert. So, mein Saustall ist aufgeräumt und es ist jetzt nicht so extrem viel passiert, aber es sieht schon mal ganz ordentlich aus. Hier sind jetzt die ganzen Stoffe eben drin und alles ein bisschen sortierter und nicht mehr so vollgestopft. Da liegen noch ein paar Dinge wie Kabel und Bügeleisen und hier stehen meine Nähmaschinen. Da ist alles beim Alten, da sind noch Knöpfe dazugekommen. Und hier sind noch die ganzen anderen Accessoires. Das war's hier mit mal. Und jetzt werde ich diese Hose zu einem Rock umnähen. Wie gesagt, soll das Ganze ziemlich einfach funktionieren und ich schneide die Hose jetzt hier bei den beiden Innenseiten komplett mal auf und dann wird es zusammengenäht. Ich habe die Hose jetzt aufgeschnitten und die Beine einfach dann aufeinander gelegt als geöffneter. Also die sind jetzt komplett geöffnet und ja, ich habe da aus Versehen reingeschnitten. Entweder ich nähe es einfach dann mit der Hand zu. For fail, aber ja, oder ich kürze den Rock, das muss ich mir noch anschauen. Und jetzt wird einfach hier, da ist ja eigentlich der Schritt und ich werde jetzt einfach hier leicht schräg nach unten nähen, dass es nach unten hinausfällt und dass dieses Ding da einfach weg ist und dasselbe an der anderen Seite und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wow, it's a kind of magic. Ich nähe das Ganze übrigens mit der Overlock zusammen, weil ich da schon den schwarzen Faden eingefädelt hatte und ich zu faul bin, bei der anderen einen anderen Faden einzufädeln. Aber man kann das ganz normal auch mit einer anderen Nähmaschine, mit der ganz normalen, zusammennähen. So schnell hat man einen Rock aus einer Hose gemacht. Ich habe nur mit dem Gummizug etwas enger genäht und das ist jetzt der fertige Rock. Ich glaube mit einer schwarzen Strumpfhose und irgendwie vielleicht hohen Schuhen schaut das dann ganz schön aus. Ja, das ist der Rock. Guten Morgen, es ist der 24. Dezember. Frohe Weihnachten und ich gehe jetzt noch schnell was einkaufen. Ich muss noch ein paar Erledigungen machen, noch ein Bier kaufen, ganz wichtig. Und dann werde ich mich duschen und Geschenke einpacken, beziehungsweise ich habe ja nur aus gut wie nur selbstgemachte Geschenke, beziehungsweise Essensgeschenke. Ich verpacke nichts aufwendig oder so, sondern stelle das meiste nur in Geschenksackerl rein, die ich noch von den letzten Jahren habe. Und dann fahre ich zu meiner Oma. Und dann gibt es Bescherung. Ich freue mich schon. Ich bin noch nicht sicher, ob der Vlog heute online geht. Ich glaube eher erst mal. Aber mal schauen, ob ich heute noch ein bisschen was filme. Und ich werde jetzt mal einkaufen gehen, weil sonst kriege ich einen Stress. Es ist übrigens noch vormittags, also noch nicht so spät. So, ich bin fertig hergerichtet für Weihnachten. Ich fahre jetzt zu meiner Oma und dann gibt es bei uns noch Bescherung. Das ist übrigens mein heutiges Outfit. Ich habe jetzt diesen Rock an, den ich gestern genäht habe. Und der passt perfekt für weihnachtliche Anlässe, finde ich. Also der ist auch so ein bisschen glitzerig. Und dazu ein Kleid. Also es ist wirklich eigentlich ein Kleid. Und das mag ich aber nicht, wenn es dann so eng ist und man viel isst und dann steht mein Bauch so raus und da ist es mir lieber, so einen Rock zu tragen und das passt super zusammen. Und dann noch eine Kette, die ist von Steelnest, von Chaco Wusch. Das habe ich euch schon mal gezeigt und jetzt kommen noch Stiefletten dazu, also mit etwas Absatz und ich habe hier so eine gepunktete Strumpfhose an. Das mag ich ganz gern. That's the outfit. Guten Morgen, es ist der 25. Dezember, beziehungsweise guten Morgen, es ist 11:30, egal, wir haben gerade gefrühstückt. Und ich zeige euch noch schnell, was ich gestern bekommen habe, also welche Geschenke ich gekriegt habe. Und wir schenken uns ja nicht wirklich was, also nicht nur wirklich Kleinigkeiten. Daher
ist es natürlich nicht so viel, worüber ich aber auch froh bin. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber sehr wohl überlegte und bedachte Geschenke und kein Blödsinn. Es ist eigentlich nichts dabei, was ich nicht brauchen kann. Und zwar habe ich von Christian einen Gin bekommen, weil ich gern Gin mag. Und diese Zeitschrift, die habe ich mir gewünscht, denn es ist meine absolute Lieblingszeitschrift. Die ist richtig, richtig gut und da sind echt schöne Artikel immer drin. Also kann ich sehr empfehlen, dass ihr euch die mal anschaut. Die ist wirklich super, super gut und sehr empfehlenswert. Also davon habe ich ja schon öfter mal erzählt. Da war auch mal ein Artikel übers Erden drinnen und die ist immer sehr gut recherchiert, finde ich, und sehr schön gemacht auch und sehr schön, sehr spannende Artikel drin. Da lese ich wirklich immer jede Seite und die wollte ich mir sowieso kaufen und deshalb habe ich die jetzt bekommen. Dann eine Zahnseide, die vegan und nachhaltig ist. Also die ist nicht aus Plastik, sondern mit Bambus. Ich zeige euch das mal. Oder aus Bambusfasern, soweit ich weiß. Das schaut so aus. Das ist die Zahnseide. Ich bin gespannt, wie die ist. Dann so eine waschbare Küchenrolle quasi, beziehungsweise so Schwammtücher. Also die kann man waschen und so quasi als Küchenrollenersatz verwenden. Dann noch drei selbstgemachte Salze. Blütensalz, Chilisalz und Kapuzinerkresse-Salz mit Olivenöl. Das habe ich mal bekommen. Und da haben wir noch gemeinsam was bekommen, also Christian und ich, hier so ein Rexglas mit Süßigkeiten drin. Die Rexgläser finde ich auch immer sehr praktisch. Bier, Chips, eine Dose mit Keksen drinnen. Und da ist auch noch ein Stück von unserem Christmas Pudding. Und eine selbstgemachte Marmelade von meinem Papa. Und dann habe ich von ihm auch noch selbstgemachte eingelegte Paprika bekommen. Und einen Gutschein von einem Restaurant, wo wir gerne hingehen. Und noch Süßigkeiten. Und ja, das war's eigentlich jetzt. Wir fahren morgen dann noch zu meiner Mama. Da sind wir nämlich zum Essen eingeladen. Also da haben wir ein Essen als Weihnachtsgeschenk bekommen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber ich glaube, das war's soweit. Und ich wünsche euch nochmal frohe Weihnachten und feiert noch schön. Das Video wird hoffentlich heute online gehen, aber normalerweise schon. Und gebt dem Video gern einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so als Geschenk bekommen habt. Das würde mich auch interessieren. Also vielleicht habt ihr da ja auch coole, nachhaltige Geschenke bekommen oder irgendwas Spannendes. Das ist dann immer eine gute Inspirationsquelle, was man selbst verschenken könnte, finde ich. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Ciao!